Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play, dieses Mal mit dem Spiel Chroma Squad. Einem taktischen RPG mit Power Rangers. Oder einer Power Rangers Parodie. Casual oder interesting? Übrigens tolles Opening im Hintergrund. Okay. Ah, ich verstehe, wie es funktioniert. Aua. Drei Feinde besiegt, sehr gut. Eine der besten Episoden, die ich bisher in dieser Staffel gesehen habe, dann hat die Staffel wohl gerade erst angefangen. Bisschen Akrobatik, wir können einfach Explosionen später hinzufügen. Ja, zum Beispiel explodierendes Gras, ne? Okay, Teamakrobatik. Ah, okay, hier. Und jetzt? Ach so. Okay, ich verstehe, wie es funktioniert. Oder? Moment, kann ich nicht auswählen, wer geworfen wird? Warum kann ich den nicht angreifen?
Okay. Rüber da. Du setzt Teamwork ein, so bis dahin. Okay, wir sollen direkt einen Finishing-Move machen, bevor wir auch gegen das Monster kämpfen. Okay. Aber es ist super, wie sich das Spiel wirklich auch die Produktion von Power Rangers parodiert. Ich muss dazu sagen, ich habe nie Power Rangers gesehen. Ich habe aber mal für Warframe einen Power Rangers Intro gemacht. Von Dino Charge. Such einfach mal nach Tenno Rangers Rhino Charge. Chroma Power! Direkt zwei Achievements, warum nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, das zählt als Diebstahl, wenn man seinen Job kündigt und da die Arbeitsklamotten mitnimmt. Oh wow. Das Ding erkenne sogar ich. Ha ha ha.
Ah, okay, neuer Vertrag. Wir sollen ein Staffelfinale aufnehmen, nachdem wir 4 andere Episoden aufgenommen haben. Okay, und dieser Vertrag endet, wenn die Anzahl der Fans unter 0 sinkt? Wahrscheinlich, damit das gar nicht passieren kann. Okay. Wie nennen wir denn unser Studio? Kreativ. Okay. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann auch einen 6. Ranger kriegen. Ach, ich kann ihnen auch noch Namen geben. Und ich kann die Darsteller wechseln. Ach so, okay. Ich glaube, die Amazone, die wir gerade hatten, war klasse. Was macht denn der Pinke Ranger? Kann eigentlich auch so bleiben. Der kann so bleiben. Der Name gefällt mir aber nicht. Gefallen mir alle nicht. Das Ding ist, ich kann wahrscheinlich die Namen später nicht mehr ändern, oder? Alert Johansson, das ist bestimmt keine Anspielung auf Scarlett Johansson, oder? Lass die Namen einfach. Kann ich hier drauf drücken? Nein, noch nicht. Ah, okay, ich kann. Es gibt echt keinen zurück. Dann möchte ich das aber auch nicht so lassen. So.
Ach komm. Ich habe leider echt keine besseren Namen. Okay, was können wir denn hier holen? Warte mal wenig. Wir haben alle wenig bis auf sie hier. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal wirklich eine Folge. Die Pilotfolge. 2800. Drei Teamakrobatiken. Alle Schauspieler müssen über 50% Gesundheit bleiben. Besiege das Bossmonster mit einem Finishing Move. Und besiege alle Minions, bevor du das Bossmonster angreift. Alles klar. Ich frage mich, ob ich mit einer Teamakrobatik die beide auf einmal erledigen könnte. Und ich wüsste gerne, ob das zählt, wenn... Zählt das als Teamakrobatik? Nee, ne? Nein.